Das Friedenslicht ist da. Erst vor wenigen Tagen in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet, hat es seinen Weg ins Bistum Münster gefunden. Nach einer Reisestrecke von fast 4000 Kilometern. Jetzt brachten es Pfadfinder aus dem Bistum zur zentralen Aussendungsfeier in die Überwasserkirche in Münster. Sie hatten die Flamme mit der Bahn in Wien abprobiert. In Münster wurde sie bereits von etwa 1000 Kindern aus dem gesamten Bistum erwartet. Sie waren gekommen, um ihre Kerzen und Leuchten an der gut behüteten Flamme zu entzünden. Frisch aus Wien eingetroffen, brachte die Delegation die vor Wind und Wetter geschützte Kerze in die Kirche. Bunt, lebhaft und oft lautstark hießen die Kinder sie in einem Gottesdienst willkommen. Weihbischof Christoph Hegge sagte in dem ökumenischen Gottesdienst, dass das Licht aus Bethlehem stärker sei als aller Unfriede. Es sei ein Licht des Friedens, das jeden anstecken könne, zu dem es gebracht werde. Allerdings sei die Flamme immer in Gefahr zu erlöschen. Deshalb forderte der Weihbischof die Kinder auf, das Licht immer zu schützen. Der große Moment zum Ende der Aussendungsfeier. Der Weihbischof zündet mit der Flamme des Friedenslichts die ersten Kerzen der Kinder an. Von dort wandert das Licht durch die ganze Kirche, bis jeder sein eigenes Licht mit nach Hause nehmen kann. In den folgenden Tagen wird das Friedenslicht weiter durch das Bistum gereicht. Jugend- und Kindergruppen werden es in Altenheime, Schulen oder Pfarrgemeinden bringen. Zudem wird es weitere regionale Aussendungsfeiern geben. Die Flamme aus Bethlehem kommt auf diesem Weg jedes Jahr kurz vor Weihnachten in viele Länder Europas. Getragen wird die Aktion in Deutschland von den katholischen Pfadfinderverbänden. In diesem Jahr hat sie das Leitwort: Mit Frieden gewinnen alle. Die Freude über diesen Gewinn war den strahlenden Gesichtern der Kinder deutlich anzusehen.